Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Warum habe ich Sand in der Hand? Ich weiß es nicht. Ist so voll die Tasche wieder. Oh. Ist gerade bei mir etwas laut, bei euch nicht. Ich muss mal ein bisschen leiser stellen. So. Wir haben vor, das hier heute wieder wegzukloppen. Das heißt weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Alles muss weg. Ja. Nix darf übrig bleiben. Genau. Genau so. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Schön Schaufel, Schaufel, Schaufel. Alles muss gebuddelt werden. Bin ich schon. Langsam rückt der Gyrokopter nahe. So langsam kommt der Gyro. Ah. Fuck, ey. Dann machen wir das auch weg. So, jetzt müssen wir aber das ja auch noch wegbuddeln. Boah, bei mir ist das richtig laut gerade. Bei euch nicht, aber bei mir. Ich habe meine Kopfhörer komplett umgestellt. Und weiter buddeln. Buddel dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und für schöne Zugbrücken müssen wir eben hier noch einiges diese Buddelaktion noch schön erweitern. Schön muss das hier gebuddelt werden. So, das heißt, das muss auch weggetragen werden. So, alles muss weg. Hoppla, da muss ich hin. So, Leute, weiter im Buddeln. Hau die Schübel in den Dreck. Und weiter geht's. Die Schippe muss in den Dreck. Ja, nicht anders. Die Schippe muss immer in den Dreck. Hier muss auch noch der Dreck weg. So, jetzt können wir die letzten Kleinigkeiten beseitigen. Zum Beispiel die Wood Frames. So. Ich glaube, wir machen das so. Ja, das geht gut, das geht gut. Das war zu viel des Gutens. So. Nehmen wir mal die Machete wieder in der Hand. So. Das muss langsam genommen werden, ausrichten. Und ab geht's. Hoppala. War ich schon am Ende. Super. Wie komme ich jetzt hier hoch? Kein weiß, kein Schwein. Super weiß. Warum weiß das niemand? Heia. Oh. Danke. Eine Zugbrücke muss ran. Die Zugbrücke muss jetzt ran. Es führt kein Weg drumrum. Habe ich falsch schlecht gebuddelt oder? Warum funktioniert das hier nicht? Habe ich etwas schlecht gebuddelt? Ich glaube, ich habe zu wenig weggeschöpft. Das heißt, wir müssen noch mal ran an eine Schaufel. Habe ich wirklich zu wenig weggenommen. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Probieren wir wetten. Warum? Warum funzt das denn nicht? So, das muss auch alles noch weg. Man sollte es funzen, ne?
alles wegschaufeln. Ich hab mein Debuff nicht mehr. Geil, ey. Alter, schaufeln. Hoppala. Ist mir egal. So. Kann die jetzt platziert... Oh, da habe ich was vergessen. Ich habe was Wichtiges vergessen. Das kann aber auch nur mir passieren, ne? Fuck, ey. Jetzt bin ich wieder im Loch. Bin ich wieder im Loch gelandet. Warum bin ich denn jetzt im Loch? Hopp. So. Mitnehmen. So. Das heißt, wir müssen den weg. Hoppla. 1, 2, 3, 4. Hier. Genau. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wie komme ich jetzt dahin? Ob. Toll. Es ist doch nicht da sein Ernst. Jetzt muss ich mir extra wieder hier hochframen. Hoppla. Wunderbar. So, 4. Das heißt... Hier. Mensch, doch nicht mit Holzrahmen. Das bedeutet, der muss weg. Der muss weg. So. So, wunderbar. Und dann muss der noch weg. Hopp. Schlapp. So, hier auch noch mal kurz einen hinsetzen. Na, hüpf. So. Zack. Nächste. Bin ich jetzt gerade zu blöd hier? Geht doch. Habe ich noch eine? Doch, ich habe noch eine. Ich dachte, ich hab gerade die vierte nicht gesehen. Ernsthaft, habe die gerade nicht gesehen, die vierte. So. Jetzt müssen wir für die Nacht das Loch dicht machen. Mit die Zombies nicht. Wo ist der hin? Die kommen natürlich später weg. Weil sonst ergibt das Verteidigungskonzept von dieser Base keinen Sinn. Ich behaupte, noch keiner hat vor mir in so einem umfangreichen Rahmen eine Base mit Zugbrücken gebaut. Normal baut man nur eine, ich baue direkt 16 Stück. Das nenne ich mal Verteidigungskonzept. So, hier muss auch zu... Ich muss alles schließen, wo ein Zombie reinfallen kann. Ganz klar. Anders geht's nicht. Für die Nacht. Weil ich will heute Nacht hier arbeiten. Und ich habe zu wenig Muni, um das, um so viele Zombies hier zu killen. So, hier ist alles dicht. Hier auch alles zu. Zu. Hier ist ein Block noch, den ich nicht mehr benötige.
So, oh nein. So ist gleich High Noon. Gleich ist guten Tod. Es wird eine lustige Nacht, würde ich sagen. So, reicht das? Reicht. Dann gehen wir mal in die Erde. Licht aus. Und wunderschön. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal anfangen hier. Mit Buddel. Bob. Und weiter geht's. Tut mir leid, wenn ich das Licht nicht anhabe, aber oben und so ist es zu gefährlich. Wir werden auch heute Nacht nicht den Bohrer laufen lassen. Der wird erst morgen angeschaltet. Ja? So, jetzt haben wir was für eine Breite. 1, 2, 3. Blade ist 3, das heißt, dann kommt hier jetzt. Das kommt raus, der kommt rein. Das bedeutet, wir haben 3, das heißt, hier kommen jetzt die Blöcke hin. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Schaufel. So. Wie weit können die springen? Das ist die Zugbrücke ist ja nur dran. Das heißt, wir haben eigentlich hier nur ein Loch von 2. Es geht nur so, ne? Oder? Ne, das Loch muss breiter sein. Es muss 4. Scheiße, kann wieder alles abreißen. Machen wir Licht wieder aus. Ich muss Licht anmachen, sonst ist es zu dunkel hier, Mensch. Habe ich wieder Blöcke umsonst. Kann ich nochmal hier ein bisschen neue Pflasterteile anwerfen? Machen wir erstmal nur 999. Ein hoch 1000. Ab geht der Hase. So. Ich bin etwas überrascht, dass ich noch so ruhig hier buddeln kann. Ist ja auch nicht viel mehr als ich. Also, ich muss doch Licht anmachen. Das geht sonst nicht. Sonst funktioniert hier nicht das Buddeln. Ist zu duster.
So. Immer schön buddeln hier. Ne? Keine Müdigkeit vortäuschen. Einfach buddeln. So. Ich würde aber sagen, für euch ist die Folge jetzt Geschichte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie sagt man heutzutage? Miau, stimmt.